Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich wollte euch mein letztes Projekt zeigen, also mein größeres Projekt. Wenn das Video online geht, ist das auch bereits verschenkt worden. Das habe ich für einen sehr guten Freund gemacht. Der wollte das gerne weiter verschenken und ja, und das wollte ich euch zeigen, bevor ich das komplett personalisiere. Und also das ist nach, also ich habe als Vorlage ein Album von der Shirley Geigel verwendet und ich werde euch den Link in die Infobox tun. Ja, ich habe das nur nach dem Papier, was ich halt verwendet habe, angepasst. Also das Album ist 27 mal 22 cm und das ist etwa 5 cm breit mit Chipboard. Und ich habe verwendet dreimal dieses Set hier von Kraft the Clock, Hello Little Boy. Da sind 6 doppelseitige Blätter drin, 30,5 mal 30,5 zu 250 Gramm. Hier steht auch so eine Artikelnummer drauf, falls das jemand vielleicht... Das ist das Papier, was ich verwendet habe. Also dreimal, drei Pakete davon. So, und ich habe auch noch zusätzlich was, noch einzelne Blätter gekauft. Noch zusätzlich einzelne Blätter gekauft. Ich glaube, das waren so 4 oder 5 Blätter noch zusätzlich. Davon habe ich noch 2 übrig und jede Menge Schnipselkram. So, dann wollte ich euch das mal zeigen. Ich will auf jeden Fall hier vorne, hier unten soll noch personalisiert werden. Das ist jetzt vorne das Buch und das ist von hinten. Ich finde das auch richtig hier süß mit den Blüten. Und das gibt es auch für Mädchen, dieses Designpapier. Und da sind die Blümchen hier alle in rosa Farben. Also ich finde das echt goldig. Auch hier die Sternchen, die haben auch Augen. Sieht richtig putzig aus. So, dann schlage ich mal auf. Und zwar habe ich einmal hier die Seite 1. Hoffentlich kriege ich ja alles drauf. Hier habe ich so ein bisschen dekoriert. Dann geht das hier auf, das mit einem Magnet. Hier kann ich ein Foto reinmachen. Hier kann man Bilder reinmachen und hier auch. Dann ist hier eine Fotomappe. Hier zum reinstecken. Dann kann man das öffnen. Ein bisschen eng hier. Dann hier wieder für 2 Fotomatten. Und hier kann man ein großes Bild reinsetzen und hier kann man ein Foto reinsetzen. Das ist die Seite 1. Dann hat man hier die Seite 2. Ich fand das hier auch mit dem Ballon richtig schön. So, dann kann man hier, ist eine Fotomatte drin. Hier könnte man auch ein Bild machen oder hier so ein kleines, ne, so ein kleines Bild hier an der Seite. Dann ist hier eine Fotomatte drin. Und hier ist eine Fotomatte drin. Dann habe ich schon ein bisschen Deko drauf gemacht hier. Das ist alles mit dabei bei dem Papier. Und ja, also ich finde das Papier richtig süß. So, das ist dann die Seite 2. Dann kommen wir zu der Seite 3. Das ist die Seite 3. Da kann man einmal hier oben was reintun. Da habe ich jetzt sowas reingetan. Da kann man dann ein Foto reintun. So. Ist ein bisschen eng so. So, und dann kann man das hier öffnen und hier ist auch wieder eine Fotomatte drin. Das ist quasi wie so ein kleines Täschchen. So, das ist die Seite 3. Dann kommt hier die Seite 4. Hier ist auch wieder ein Magnetverschluss.
Dann kann man hier auch wieder ein Foto drauf machen. Hier unten, ich wollte erst dekorieren, aber ich denke, das Bild ist so süß, da sollte man eigentlich nicht mehr dekorieren. So, dann geht das hier auf. Dann kann man hier wieder, ist auch wieder eine Karte drinne. Da kann man ein Foto reintun. Und dann habe ich hier eine Fotomatte drin. Und das wird dann hier an der Seite so nur reingesteckt. Wieder mit einem Magnet geschlossen. Dann kommt die Seite 5. Das ist auch wieder mit einem Magnetverschluss hier. Zweimal zum Öffnen. Da kann man hier schöne Bilder platzieren. Dann ist jeweils hier sind Fotomatten drinne. Und hier oben auch noch eine. So, und dann machen wir das auf. Dann kann man hier ein schönes Bild reintun. Und das hier fand ich auch sehr schön. Da ist dann auch eine Fotomatte drinne. Ich habe hier, die hat in dem Video ein anderes Papier natürlich verwendet. Und da gibt es in dem Designpapier, ist da irgendein Bogen, da gibt es also Vierecke. Und ich fand das so toll, was sie da in dem Video gemacht hat. Da habe ich mir gedacht, das musst du unbedingt auch machen mit Vierecke. Und dann habe ich hier von dem Deckblatt, habe ich hier diese Vierecke genommen. Ich fand das total putzig. Also ich habe die hier genommen und das Einzige hier mit den ganzen Blümchen, das habe ich weggelassen. Und dann habe ich das hier dran gemacht. Ich fand die Idee total schön. So, das ist das. Auch wieder mit einem Magnetverschluss. Und dann die Seite 6. In dem Album vom Video ist hier noch jede Menge Deko, aber da muss ich zugeben, das habe ich jetzt erstmal weggelassen, weil einmal ist ja hier das Blümchen, finde ich total süß und ich weiß noch nicht, wie ich die Bilder hier genau platziere. Da muss ich noch gucken. Deswegen habe ich hier erstmal nichts gemacht. So, dann machen wir das hier auf. Dann sind hier wieder Fotomatten zum Reinstecken und hier an der Seite auch Fotomatten. So. Ja, das ist die Seite 6, auch wieder mit einem Magnetverschluss, ne? Der ist hier unten versteckt. So, das ist mein Album gewesen. Das ist mein erstes Album mit Chipboard. Und ich muss echt sagen, ich habe mich irgendwie die ganze Zeit davor gedrückt, aber das hat total super funktioniert. Und ich muss auch echt sagen, ich habe ja diese Hilfe. Moment. Ich hatte mir ja bei Craftelier mal hier diese Albumhilfe geholt. Hier das hier. Also ich muss echt sagen, das ist total spitzenmäßig, ne? Ich habe das benutzt, das habe ich benutzt. Und dann habe ich auch noch dieses hier benutzt. Und ich muss echt sagen, das war mir eine Riesenhilfe gewesen. Und damit funktionierte das total klasse. Und also es ging so gut. Also ich habe da echt jetzt ja, Geschmack drauf gekommen. Ich bin auf den Geschmack gekommen, diese Alben mit Chipboard zu machen. Also ich finde das total klasse. Ich wollte erst ein Band als Schleife machen, aber irgendwie haben mir die Bänder nicht so gefallen, die ich da habe. Und in dem Album, das werdet ihr im Video sehen, ist auch kein Band dabei. Und ich habe mir dann gedacht, komm, dann lass das Band mal weg. Nachher ist das Album so schön und dann gefällt dir das Band nicht. Und deswegen, ja, also das ist auf jeden Fall mein Album. Es gefällt mir total gut und ich wollte euch gerne zeigen, was ich die ganze Zeit gewerkelt habe. Okay, das war's erstmal. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt gut auf euch auf und danke fürs Zusehen. Tschüss.